Wie ihr seht, sind die Teile schon recht fertig. Das waren eben zwei Teile, das ist Hafenmauer plus der Teil, wo das Wasser rauskommt von einem Bach ins Meer. Was ich euch da noch mal zeigen wollte, ist, dass jedes Mal, wenn ich eben das gemacht habe, ich noch mal mit diesen da ein bisschen fest reindrücken fahre, damit die Struktur noch schöner sichtbar ist. Was ich dann auch noch mache mit so einer kleinen Drahtbürste, ein bisschen so die Löcher rein. Aber auch so, damit die Oberfläche ein bisschen rau wird. Einerseits eben Steine sind rau, die schauen rau aus, sind nicht wirklich glatt. Andererseits aber auch hält die Farbe dann besser, die wir auftragen werden. Also das wollte ich euch noch zeigen, aber nicht viel länger, damit ihr euch nicht langweilt. Aber das ist so ein Tipp noch von mir oder wie ich es mache. So, der Alexander übt schon fleißig, damit er dann mit dem Opa immer mehr helfen kann. Was er macht, ist jetzt da eigentlich an einem Stück. Probiert er das, was der Opa gemacht hat. Der Opa das hat, ist für einen Kanal. Genau, der Opa hat das gemacht. Und ich probiere das jetzt. Und das versucht er nach. Aber vorher habe ich auch probiert und da haben wir euch nicht gefilmt. Ja, und jetzt versucht er das nachzumachen. Und so lernt er. Ja, schauen wir dann, wie das Endprodukt ausschaut. Was ich euch zeigen noch möchte. Wo ist der Teil? Da ist der Teil. Also das ist das, was ich gemacht habe. Aber natürlich mein Enkel, 6-jähriger Enkel, will ja auch lernen. Und er hat das zusammengebracht. Ich habe ihm immer nur gezeigt, was er machen muss. Man sieht natürlich, er macht es noch nicht so sauber. Aber ich muss sagen, er hat sich da wirklich sehr viel Mühe gegeben, auch den Bogen auszuschneiden. Auch diese Steinstruktur zu machen, auch wenn die Linien da nicht so gerade sind. Aber ja, wie gesagt, er soll einfach üben. Dann wird er schon werden mit der Zeit, dass er dann auch wirklich bei Sachen, die dann auf die Anlage kommen, mitarbeiten kann. Und ja, hat viel Freude gehabt. Und so schaut sein vollendetes Werk aus. Die drei Teile sind jetzt, was das Grau betrifft, fertig, wie ihr sehen könnt. Wie ihr vielleicht auch schön sehen könnt, besonders da bei den Großen, so, die Steine hat, die, das hat wirklich jetzt eine Steinstruktur, eine raue. Das gefällt mir ganz besonders gut, dass das so schön geworden ist. Und auch der Teil ist recht schön geworden, hatte ich da ihn richtig zeigen. Ja, jetzt der nächste Schritt ist, dass wir das jetzt ein bisschen, und ich zeige das jetzt an den Teil, verfärben. Ganz leicht natürlich. Wir werden Viridiangrün nehmen für da unten, wo das Meer sozusagen immer rankommt und wo es dann eben Algen und sowas an der Mauer gibt. Wir haben auch dieses gebrannte Sienna Braun, ja, und Karmesinrot. Der Punkt ist, das machen wir jetzt da wirklich ganz, ich zeige es mal mit dem Grün, mit diesem Viridiangrün, dass man das wirklich ganz leicht grün macht. Da kommt er dann nachher noch auch so grünes Gras drauf, das eben dieses Bewachste darstellen soll. Das wird da unten.
Aber meiner Erachtens ist das jetzt ein Grün, das so ein bisschen in das Grün hineinpasst. Vielleicht, dass wir es ein bisschen mit Sienna ein bisschen mischen. Das können wir noch probieren. Und das noch ein bisschen dunkler machen. Das ist fast ein bisschen zu hell. Aber da darf nicht sehr viel auf dem Pinsel sein, gell? Das ist jetzt fast wieder zu Sienna. Wasser dazu. Da müsst ihr ein bisschen herum experimentieren, bis ihr dann das richtige, die richtige Farbe, dunkle Farbe oder so her, die euch passt. Dings dann den Pinsel recht wieder schauen, dass nicht sehr viel drauf ist. Gerade da unten machen wir das aber auch da rein, weil da kommt ja auch das Wasser raus dann. Und da kann man sogar so ein bisschen, gut, damit ihr das seht, so schaut das jetzt da aus. Wenn wir das haben, machen wir jetzt einzelne Steinen, also nicht wirklich, dass wir jetzt mit dem Pinsel drüber fahren über das Ganze. So. So, wir machen jetzt wirklich einzelne Steine mit einzelnen Farben. Wir nehmen jetzt einmal das Sienna. Auch wieder ganz wenig soll nachher nur mehr drauf sein. Und auch dann beim rauf beim wenn der Dings immer bedenkt Ziegel. Okay, ich werde es einmal mit dann. Jetzt schaut jetzt, dieser Pinsel schaut jetzt ein bisschen brutal aus, aber er hat eine schöne Spitze. Das wollen wir nehmen. Na, doch da aber besser. Ne? So probiert man halt aus, gell? Das Wasser wegnehmen. So. Einfach verschiedene Steinchen nimmt, so also nicht durchgehend, sondern so. Es ist oft dann schwierig, dass nicht in einer wieder in einer solchen Anordnung, dass das wieder so ausschaut, dass das System hat, so eben kein System haben. Ja. Das ist das Sienna. Dann zeige ich euch das noch mit dem na, Karmesinrot. Bei das meiner Meinung nicht wirklich ein Karmesinrot ist. Obwohl, wenn ich es, ja, okay, wenn ich es ein bisschen wirklich verdünne, dann geht das. Kommt dazwischen ein bisschen Karmesinrot. Das ist halt jetzt eine Feinarbeit, dass es ein bisschen Zeit braucht. Jedenfalls schaut das dann recht sehr, recht gut aus, finde ich. Vielleicht, dass man es dann zum Schluss noch ein bisschen mit, zumindest den Teil mit einem Schwarz, eben, aber wirklich ganz fein, sodass man Schwarz fast nicht merkt, eben den ganzen ein bisschen drüber streicht. Das, wenn ihr das macht, werdet ihr das dann eh beim Endprodukt sehen. Ich wollte jetzt einmal nur zeigen, wie weit es mit dem Grau ausschaut und was ich jetzt als nächsten Schritt mache, dass es nicht fad wird. Werde ich jetzt natürlich euch nicht das Ganze zeigen. Ja, fertiger schaut es jetzt einmal bis jetzt, was die Malung, Bellamalung betrifft, so aus. Ja, so, dass es richtig ist. Ihr seht eben diese
Steinchen, die teilweise verschiedene Farben haben. Unten dieses Grün von den Algen. Was ich auch gemacht habe mit Elfenbeinweiß, ganz fein diese Fugen nachgemacht, damit man die Fugen ein bisschen besser sieht. Und meistens ist ja in diesen Fugen etwas Helleres drinnen. Das habe ich auch da. Da habe ich dann wirklich den Pinsel verwendet mit der Spitze, indem ich immer einem Bündchen da raufgegeben habe, dass man sieht, okay, da ist jetzt der obere Teil, dort wo ausgebrochen ist, habe ich das auch ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr sehen könnt, da ist ein Stückchen rausgebrochen, da habe ich auch ein bisschen mit Elfenbeinweiß das gemacht. Wo ich auch mit Elfenbeinweiß nachgearbeitet habe, sind ein paar Steine von denen, zum Beispiel den, auch beim Bogen sind drei Steine ein bisschen mit Elfenbeinweiß eben noch drüber, aber ganz fein, gerade dass sie halt einen anderen Farbunterschied machen. Was noch? Ich habe dann wirklich mit Schwarz, Maßschwarz, mit diesem Fächerpinsel sehr flüssig eben Schwarz aufgetragen, ein bisschen drüber, damit das Ganze nicht zu hell ist. Und ja, mir gefällt es jetzt so, wie es hier gut ausschaut. Was machen wir da jetzt da? Wir kleben dieses Moosgras oder was das ist, werden wir darauf geben. Da ist auch sehr wissig, sehr viel Kleinzeug dabei. Das haben wir ja schon bei die Tunnelportale gemacht. Wir geben einen Graskleber, habe ich da jetzt noch immer, den verwende ich natürlich. Das geht nur mit normalem Leim auch ein bisschen verflüssigen und vielleicht ist gut. Wir geben da jetzt so rauf, den Kleber zuerst. Gut. Und jetzt nehme ich das ganz Feine, was ich da sehe, und brösle das sozusagen darauf. Drücke es dann auch rauf ein bisschen. Wenn ihr da ein bisschen zu viel Kleber erwischt, das macht eigentlich nichts, weil dadurch wird dieses Grün dunkler. Und das soll es ja sein, weil so ein Algengrün ist ein bisschen dunkler. Ihr werdet dann sehen, wenn ich dann natürlich auch in späteren Videos, wenn ich dann das Meer dazu mache, werdet ihr sehen, da kommt dann natürlich da auch immer wieder ein bisschen ein Leim drauf und dadurch wird dann erst die Farbe so richtig gut werden. Ich denke, das trocknet recht schnell, dieser Kleber, sehe ich gerade. Also nicht so viel auf einmal einstreichen, sonst besser eben dazu ein bisschen und dann gleich dieses Gras oder eben Moosgras rauf. Und dann weiter. Zuerst gedacht, ich werde es mit einer Pimpette raufgeben, aber der Kleber ist zu fest, dass das mit einer Pimpette ginge.
habe ich zumindest das Gefühl gehabt, habe gar nicht probiert jetzt. Aber es geht ja mit einem kleinen Pinsel sowieso viel leichter. So. Wenn ihr das gemacht habt, ein bisschen abklopfen, damit das, was nicht so hält, weg ist. Und dann schaut das einmal recht gut aus. Ob wir da dann das noch machen werden, das können wir dann uns entscheiden, wenn das schon auf der Anlage befestigt ist. Ich habe es jetzt einmal an den kurzen Teil euch gezeigt. Entschuldige, dass ich einen Pinsel im Weg habe. Auf jeden Fall finde ich, das schaut recht gut aus. Deswegen auch gut, dass das Grün im Hintergrund dunkler ist. Und ja, das stellt jetzt dieses Altzeug dar. Und wenn wir das alles dann an der Anlage befestigt haben, dann wird das recht gut ausschauen. Gut, so schaut es jetzt aus, wenn es fertig, fast fertig ist eigentlich. Es kommt da ja noch eine Leiter, da auch oben eine Pola, wo man die Schiffe auch ankert. Dann muss ich aber noch warten. Da kriege ich ein anderes Resin, habe ich bestellt, das eben nicht so spröde ist. Aber so schaut es jetzt einmal aus mit der Algenbewachsung. Die Mauern sind fertig. Dann kommen eben noch die Leitern und wenn die montiert sind, dann können wir das Ganze auf die Anlage montieren. Ja, die Haufenmauer schaut jetzt schon recht gut aus. Ich habe sie da auch schon gemacht, wo die Straße eben auch zum Hafen hin abgeschlossen sein muss. Da habe ich auch, wie ihr sehen könnt, so gemacht, als würden da Stahlträger drinnen sein. Das ist eher mehr eine modernere Hafenmauer. Da muss ich noch ein bisschen mit Weathering machen, also noch mit Rost und so dazu machen. Das habe ich jetzt nicht direkt beim Ausarbeiten gemacht. Hier, wie ihr sehen könnt, die mit dem Resin-Drucker ausgedruckte Leitern sind auch schon montiert, sowie auch die Pola, wo eben die Schiffe angehängt werden sollen. Also mir gefällt das schon sehr gut. Wenn dann da noch eben der Massereffekt, dass ein Meer noch dazu kommt, dann wird das wirklich toll ausschauen. Es kommt da ein Zaun noch rauf und da muss ich auch noch irgendwo eine Absperrung machen, wie heute im Real Life, also im echten Leben, muss man ja alles absperren, weil sonst die Menschen glauben, es gibt keinen Stopp und eher in den Tod gehen, als vernünftig zu sein. Ja, also soweit ist jetzt die Hafenmauer, also ihr seht auch vorne, ich muss hier um die Lampe gehen, ist auch schon ein Stück dabei. Jetzt kommt dann, was den Hafen da betrifft, da habe ich noch eine Ebene spachteln, damit das so recht eben mit der Mauer ist. Ja, dann geht es wahrscheinlich mit der Steinbrücke weiter oder mit dem Leuchtturm, das weiß ich noch nicht, was ich jetzt als nächstes machen werde. Das kommt immer darauf an, was mir gerade Spaß macht. Ja, soweit schaut es jetzt einmal aus. Seht vielleicht auch da auch die, wie soll ich sagen, das Weathering, nennt man das, Verwitterung eben. Habe ich versucht. Dann ist mir da was passiert, aber das gefällt mir eigentlich im Prinzip. Ich habe da mit einem Spray drauf gesprüht, damit das Grüne hält. Und dabei hat es ein bisschen, wie ihr sehen könnt, das Porzell eben ein bisschen angesenkt, könnte man sagen. Aber es schaut irgendwie recht so aus, als würde es passen, als würde es einfach der Witterung sein, das ist da auch passiert, die eben die Steine und das alles schon ein bisschen an dem genagt hat. Ich habe zuerst Leitern mit dem PLA-Drucker gedruckt, nur
Erstens einmal, die von der Breite her waren sie nicht schön, aber auch eben diese Biegung, und das hat alles nicht so gut hinkaut, das ist dann abgebrochen, wie ihr das dort sehen könnt. Auch die Bohler, wo die Schiffe angehängt werden, sind eben nicht schön geworden, Löcher drinnen. Belardrucker hat das nicht wirklich, diese kleinen Sachen, gut gedruckt. Jetzt habe ich mit dem Resin-Drucker das nochmal nachgemacht.